Willkommen zum vorletzten Part von Cat Quest 3, im siebten Part. Im heutigen Part wollen wir die verpassten oder die restlichen Schätze auf den Abendlichtinseln und der 8-Bit-Burg sammeln, die wir gestern herausgefunden hatten oder beim letzten Mal herausgefunden hatten, nur Sidequest-Material ist. Und die restlichen Bosse noch besiegen, die mir noch fehlen für die Steckbriefe. Ich glaube, es ist sogar nur noch einer. Nämlich der, auf den wir alle schon lange warten. Auf geht's! Als erstes möchte ich gerne zu Cthulhus Ruh und ihn vernichten. Das ist nämlich auch gleichzeitig der letzte Schatz der Abendlichtinseln. Und danach geht's in die 8-Bit-Burg. Und danach noch gegen die Ente des Todes. Das müsste dann auch das letzte sein, was ich noch tun muss. Let's go. Einmal in den Norden. Ich habe übrigens eine Truhe offline nachgeholt, weil ich darauf im Video niemals drauf gekommen wäre. Und zwar von diesen Pfeilern hier. Man muss nämlich in einer gewissen Reihenfolge, ich kann es euch jetzt eben zeigen, die ganzen Pfeiler abhaben und ich weiß nicht, wie man darauf kommen soll. Also man muss diesen zuerst treffen, dann auf der Insel der Turtelkätzchen, also da vorne rechts jetzt, den zweiten, dann bei den Abendlichtinseln oben den dritten, dann zu den Zwielichtinseln, also hier, da ist der vierte, und danach zurück zu den Nebelinseln und den fünften treffen. Dann kriegt man einen Schatz und einen kleinen Text von irgendwelchen Charakteren. Aber wie man darauf kommen soll, ist mir ein Rätsel. Ich habe das deswegen offline gemacht. Ein Schatz ist also nicht im Video zu sehen. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Hauptsache, Cthulhus Boss ist sichtbar. Das wird nämlich wirklich nicht einfach. Schauen wir uns das mal an. Wir haben uns schon mal den Kampf angetan. Zu dem Zeitpunkt war ich aber noch etwas weniger gelevelt und hatte nicht die beste Ausrüstung. Wie sieht's jetzt aus? Ach übrigens, durch diese Steine habe ich ein Mana mehr bekommen. Wow. Übertreib halt. Mir fällt jetzt gerade ein bisschen schwer, das alles zu erkennen, wann sie angreifen und wann ich vor allem verfolgt werde von den Armen. Ja, das ist die Schwierigkeit, glaube ich, bei dem Fight. Das zu erkennen. Ja. Das ohne Probleme erkennen zu können. Genau das. Okay, man kann es aber an seinem Gesicht erkennen. Nein! Wow, jetzt macht er auch noch das. Was? So. Kein gutes Gefühl. Nee, das wird eng. Ich glaube auch, dass ich sterben werde. Leider. Oh oh. Oder? Lieber Abstand halten. Komm schon! Das muss es sein! Ja! Boah, das war knapp! Cool! Reißzahn von Cthulhu. Der Reißzahn des pelzigen Cthulhu. Das ist nicht der einzige, den er verloren hat. Und die letzte Truhe der Abendlichtinseln.
Botsblitz, ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben, aber Mama Milka wird's gefallen. Machen wir uns auf den Weg zurück nach Botschnowana und überbringen ihr die tollen Neuigkeiten. Oh ja. 2 Level-Ups. Die Flammen von Katsulu feuert einen zusätzlichen zielsuchenden Feuerball für jede zusätzliche Kanonenkugel ab. Wow. Und noch ein Level-Up. Heftig. Ja, bevor wir aber jetzt zu Mama Milka gehen, wollen wir die anderen beiden Sachen auch erledigen. Nämlich einmal Graf Dracula in der 8-Bit-Burg besiegen. Oder, der ist ja nochmal. Ich weiß nicht mehr, wie die genau auf Katzensprache hieß, aber. In. Und die Ente des Todes vernichten. Die ist aber Level 80, wird also in eine kleine Herausforderung. Wir müssen oben rum. Oh, weil, eigentlich egal. Wir können ja hier vorne das Schiff holen und dann den Rest. Oder ist es egal? Nein, ich glaube, es ist nicht egal. Kommen wir jetzt gar nicht durch, oder? Mit dem Schiff. Oder? Eben gucken. Ah, es geht. Da dann, glaube ich. Nein, das kann ich. Oh Mann, ich hasse Labyrinthe. Aber das sieht gut aus. Nee, Moment, wir sind wieder am Anfang. Ernsthaft jetzt, Bruder? 3. Ah, hier. Oder? Ja, okay. Jetzt haben wir's. Und was ich hier nicht verstanden habe, ist, ich muss einfach mit dem Schiff das Tor ganz oft angreifen. Dann geht's irgendwann auf. Na gut. Die 8-Bit-Burg. Nebenquest. Diese Burg sieht merkwürdig aus, oder? Bist du sicher, dass wir da reingehen sollten, Kumpel? Ja. Bin gespannt. Yo, what? 8-Bit-Dungeon. Schade, dass wir keine 8-Bit sind, aber egal. Aber die Umwelt, deswegen passt das. Sind wir in einer anderen Dimension gelandet? Hier sieht es so retro aus. Und die Musik. Achtung! Wer wagt es, unsere Burg zu betreten und unseren König zu stören? König? Schnurrhaare stillhalten, wir führen nichts im Schilde. Dann zeigt eure Krallen, wenn ihr zu uns gehört. Krallen? Zählen die? Klein! Ich wusste es, ihr gehört nicht hierher. Ich fahre mit euch. Ich habe keinen Schatz für euch. Ich habe heute keine Rosen für dich. Haltet die Schnurrhaare still. Wir erkunden hier nur. Aber ich habe da etwas Schatz gehört. Das ist es. Zeit, ein paar Löcher zu machen. Ja, moin. Oh, ist das schön gemacht. Ah, das war knapp. Ich frag mich, wer ihr König ist. Same. 3 Schätze soll es hier geben. Ach, ist das der Weg runter gewesen? Oh ja. Okay. Ist schon echt viel Liebe zum Detail. Feier ich. Das sieht aus wie eine Sackgasse. Hier muss doch etwas sein. Das Gemälde sieht schnurios aus. Geht nicht! Beim Schnurrbart des Propheten, da hat sich etwas bewegt! Bitte! Hilfe!
Es spricht! Ich war einst ein fahrender Händler und habe dieses Schloss gefunden. Der König hat mir Unsterblichkeit angeboten, aber ich habe abgelehnt. Jetzt hat er mich in dieses Gemälde gesperrt. Unsterblichkeit? Ja, als Gegenleistung für meine Seele. Bitte besiegt ihn und befreit mich. Dieser König klingt wie ein Rüpel. Ihr werdet mich befreien. Ihr habt meinen Dank. Ich habe den Weg für euch frei gemacht. Ah ja. Stimmt, er war gesperrt, ne? Der große König, oh wie mächtig. Auch sein Haar ist ach so prächtig. Steht darauf beschrieben. So toll ist seine Frisur auch nicht, Kumpel. Achso, ja. Okay, und da kommen wir. Was haben wir hier? Eine Truhe, die aber gesperrt ist. Cool. Nicht cool. Alter, what? Was ist hier geschehen? Nein! Sofort stehen bleiben! Von euch werden nur Schädel und Knochen übrig bleiben. Das hier ist euer Ende. Verbrennen Sie! Ich rieche da etwas. Katzenminze. Oh, was? Wir sind schon beim Boss? No way. What? Graf Ratula. Endlich! Ich habe auf euch gewartet. Unglaublich, nicht wahr? Man sagt, dieser Ort sei verflucht, aber ich brachte es als Geschenk. Es ist so geworden, nachdem ich 8-mal Bitte gesagt habe. 8-mal Bitte? 8-Bit? Genau. Also schwört mir die Treue und ihr sollt auf hoher See unsterblich sein. Unsterblichkeit? Du willst ihre Seelen. Seelen, mach dich nicht lächerlich, du Ratten, du kleine Katze. Nie tun. Ha, Lügen. Unsere Leben sind auch wertvoll. Ich bitte euch, was ist eine Katze schon? Nichts als ein erbärmlicher Fellknäuel. Oha. Disrespect. Genug geplaudert. En garde. Das ist alles? Also wenn das jetzt alles ist, der Schild ist halt wirklich krass okay, ne? Ja, lol. Das ist einfach schon alles. Wow. Also der Schild, der ist echt krass. Wir haben es geschafft. Vielleicht ist die Seele im Gemälde ja jetzt frei. Maybe. Blutsauger raubt 10% des verursachten Schadens als Gesundheit. Aber für uns fehlt noch ein Schatz. Also einer ist jetzt frei da hinten noch, aber sonst gibt es ja noch einen weiteren, ne? Warte, es gab noch den Pfad neben dem Ausgang. Neben dem Eingang. Nicht vergessen, den Pfad, den gab es noch. Der war aber gesperrt. Ist der jetzt offen? Hier war die Truhe. Ziemlich sicher.
Genau. Wait, man kann hier noch runter. Gravrato, das Zylinder. Warum kann man hier runter? Das muss einen Grund haben. Ja. Ach nee, warte, hier ist der Ausgang. Oh. Ja, dann fehlt mir aber noch eine Truhe, Leute. Wo ist die denn? Das ist jetzt nicht so geil. Warte mal. Stimmt, wir müssen jetzt zur Katze wahrscheinlich, ne? Ja, weil die ja jetzt frei ist. Er ist aus dem Bild verschwunden. Seine Seele ist jetzt wohl frei? Ah ja, und hier ist die dritte. Graf Ratulas Umhang. Das 8-Bit-Dungeon abgeschlossen. Das Dungeon? Okay. Hätte ich jetzt nicht so geschrieben, aber... Okay, passt schon. Okay, dann haben wir jetzt Cthulhu besiegt, den 8-Bit-Dungeon abgeschlossen und jetzt folgt der Fight gegen die Ente des Todes. Bin gespannt, wie gut oder wie schlecht es läuft. Ah, endlich wieder hochauflösende Grafik. Ah, schön. True, aber... But Cappy got a point. Auf Dauer gibt einem das natürlich schon ein bisschen Kopfschmerzen. Wo ist die Ente des Todes? Wo schwimmt sie gerade? Hier. Okay, wir werden uns eben heilen noch und dann bekämpfen wir sie. Und Level 66 noch, stimmt. Geil. Heilung. Damit das Schiff auch geheilt wurde. Weil es wurde gerade durch Level Up geheilt. Ach, egal. So. Ich hoffe, ich krieg's hin. Ente des Todes, bist du ready für die Schlacht deines Lebens? Boah, macht die immer noch viel Damage. Oh, jetzt kämpft sie schneller. Und mehr random. Bei dieser Attacke. Okay. Schaffen wir! Heyo! Die Ente des Todes ist vernichtet! Haucherregend! Feuert eine zusätzliche, gestärkte Kanonenkugel für jede Spezialkanonenkugel ab. Haben wir gerade wirklich den garstigsten aller Vögel besiegt? Den Weltenquaker? Die Ente des Todes? Niemand hätte gedacht, dass das überhaupt miauklich sein könnte. Wenn ich so darüber nachdenke, weiß niemand, wie die Ente überhaupt hierher gekommen ist. Komm schon, Kumpel, ich bin mir sicher, dass wir für sie irgendwo ein Kopfgeld passieren können. Oh ja. Ich auch. 67 haben wir jetzt. Die Frage ist jetzt, es gibt noch 10 Truhen, aber wo sind die alle? Gehen wir mal in
Aber Milka ist bar. Also die Milchbar. Mal gucken, was ich da noch bekommen kann durch Kopfgelder, wie viele tun und wie viele da noch fehlen. Weil irgendwie. Du zeigst den Reißzahn von Cthulhu. Es ist tatsächlich vollbracht. Dieses niederträchtige Monster ist wirklich tot. Piraten lügen Tavernenbesitzer nie an. So steht es im Piratenkodex. Du siehst, wie Mama Milka ihre Tränen zurückhält. Diese Bestie hat mich mein Auge gekostet. Und meine gesamte Crew, meine Familie. Damals waren wir die Milchpiraten. Unsere Freunde haben wir mit frischer Milch verwöhnt, unsere Feinde mit verdorbener. Aber Cthulhu hat dem ein jähes Ende bereitet. Ich war die einzige Überlebende und seitdem bin ich ganz allein. Dieses Monster hat mir meine Familie genommen und ich habe es nur geschafft, ihm einen Fangzahn auszuschlagen. Ich bin nutzlos. Aber du hast doch noch eine Familie, Ei. Ei, wir sind für dich da. Ich liebe Milch. Hey, ihr seid echt in Ordnung. Die nächste Runde geht auf mich, ihr faulen Fellknollen. Ich glaube, ein Schwein pfeift Milch. Und was euch beide angeht, ich habe mir gegeben, wonach sich mein Herz schon so lange gesehnt hat. Das hier soll euren Durst für den Rest eurer Suche stillen. Joa. Mhm. Manchmal findet man das, wonach sich unser Auge sehnt, direkt vor unseren Augen. Genau dafür muss man nur seine Augen öffnen, stimmt's? Die Mama Milka Questreihe abgeschlossen. Graf Bratula besiegt. Ja. Und die Ente des Todes vernichtet. Was hast du hier verloren? Ah ja, die Ente des Todes ist erledigt. Der wollte euch die Beute krallen, ey. Ja, mit dem Cash. Boah, heftig. Plus 120.000. Egal, ich habe einfach 356.000 Münzen. ich denke, die gebe ich jetzt nicht mehr aus, weil dann ist mein Angriff nämlich nochmal deutlich höher, wegen meinem Gold-Stuff. Hier steht ja, warte. Erhöht das? Nee. Nee, dann war's hier. Je mehr Gold du hast, desto höher der Schaden. Okay. 8 Truhen. Ja, was gibt's denn noch? Also. Mir fällt gar nichts mehr ein. Eine Kanonenkugel kann man noch finden. Also wir können hier noch was ausrüsten. Oh ja, her damit. Wie sieht's hier aus? Ein Objective noch, ein Collectible, eine Waffe, zwei große starke Waffen und zwei Collectibles hier. Bin ein bisschen irritiert deswegen. Weil die irgendwie fehlen. Komplett. Oder kann man die in dem Dings im, im Unendlichkeitsturm bekommen? Und auch hier fehlen mir noch sehr viele Charts. Also um die, Kristalle, um die alle zu verbessern. Wir schauen uns nochmal den Unendlichkeitsturm jetzt an. Vielleicht kann ich ja jetzt irgendwas erreichen. Nachdem ich jetzt so viel Schaden mache. Wir sind ja jetzt doch ein bisschen stärker. Ach, hier steht sogar die Ebene. Oder wie weit man gekommen ist. 17 Kilometer. Wir gehen noch einmal rein, ne? In der Folge und schauen uns an, wie tief wir kommen. Und ob man hier dann vielleicht geheime Schätze finden kann.
bin nämlich echt ein bisschen baff, also ein bisschen irritiert. Also die Truhen, die man hier random finden kann, die zählen natürlich nicht dazu, aber vielleicht gibt es ja für die Bosse noch Schätze. Die mir noch fehlen. Was? Ich hab doch geblockt. Ey, ich hab geblockt. Ah, guck mal, hier kann man auch Kristalle bekommen. Ah ja, okay, verstehe. Dann weiß ich, wie ich die restlichen kriegen kann. Aber das wird sehr viel Grind sein dann. Also so muss auf jeden Fall einen neuen Rekord knacken. Also das wäre schon das Mindeste. Sehr gut. Komm jetzt her. Jetzt nicht zu viel riskieren. Komm her. Yeah! Okay, neuer Rekord. Geilo. Gibt hier was Neues hier? Nee. Ich denke nicht. Aber hey, trotzdem neuer Rekord. Ist geil. Aber cool, dass man hier auch eine Late-Game-Challenge noch reingebaut hat im Spiel. Die
auch noch eine Herausforderung bietet, wenn man wirklich den Rest des Spiels durch ist. Cool, dass man auch an die Spieler gedacht hat. Sehr cool. Aber ich schaff's, glaube ich, nicht mehr lange. Du kleiner Knecht! Komm her! Ja, okay, das macht nichts. Mit eingefroren, das darf nicht passieren. Oder? Ah, nee, die Runde schaffen wir noch. Unnötiger Damage. Der Eismagier in 3D dieses Mal? Ja, das war's. Kann den ja nicht mal treffen. Den kriegen wir nicht hin, ne? Keine Chance. 23 Kilometer oder vielleicht noch 24? Ne. 23 ist mein Rekord, okay. Nochmal 6 Kilometer besser. Aber keine Chance. Ne. Ja, wo die letzten 8 Truhen sind, weiß ich dann aber ehrlich gesagt nicht. Aber, joa, wir machen am nächsten Part einfach das Finale und den Rest hole ich dann offline nach oder zeige es euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge. Wir haben ja einiges erreicht. Und man sieht sich zum Final Boss von Cat Quest 3 im nächsten Part. Bis dahin und ciao.